Viele Jahr schon häufig lief de Karl vorbei am Staatsarchiv. Jetzt hatte Mut er aufgebracht, er will dort gucke, was man macht. In so einem riesengroße Haus geht deshalb neu so gerade raus. Empfange von der jungen Frau, denn Dr. Fröhlich ist schnell da, werd ihm bald klar als echtem Hesse, was er nie wusst, was er vergesse. Und während sie mit ihm jetzt babbelt, er bald vor Neugier noch mehr zappelt. Vergangenheit ist bei uns wach, gesichert unter Dach und Fach, aus mehr als 1000 lange Jahre mir Hessens Schriftgut aufbewahr. Wenn's uns nicht gäbe, dät im Land, wer was einmal war, ganz unbekannt. Will man, was heut so ist, verstehe, muss man in unser Akte sehe. Hier lagern sie für Ewigkeiten, weil mir sie super aufbereite. Sie zeigt Regale meterlang in Magazine Gang für Gang. Wie krieg ich raus, was das hier ist? Ach, dafür gibt's Arkinsis. Die Datenbank im Internet hält Infos vor von A bis Z. Denn darin findet man ganz ruckzuck, was man so sucht. Komm her und guck. Recherche wird so leicht gemacht und was man sehen will, sofort gebracht. Schon von daheim aus kann man suchen und die Bestellungen verbuchen. Auch manches Schriftstück ist gescannt, was man dann Online-Nutzung nennt. Die Datenbank phänomenal wird virtuell zum Lesesaal. Der Karl fragt nicht von ungefähr, wo kommen all die Akte her? Frau Dr. Fröhlich, kompetent, erklärt, was sie Bewertung nennt. Dass später keiner was vermisst, wenn er wissen will, wie es gewesen ist, sind in Behörde mir zu Gast, mir sichte dort ohn Ruhe und Rast. Was wichtig ist, wird archiviert, die Gegenwart dokumentiert. Was heut so digital entsteht, nicht unserem scharfen Blick entgeht. Auch Datenbanken aller Art sind bei uns sicher aufbewahrt. Das alles kommt in euer Haus, der Karl sieht ganz verdattert aus. Frau Dr. Fröhlich kann erklären. Als Landesarchiv wir uns bewähren. Drei Staatsarchive hier im Land gehen in der Arbeit Hand in Hand. In Darmstadt, Marburg und Wiesbaden wird jeder Nutzer gut beraten. Der Karl ist mittlerweile ganz meschucke, will selbst jetzt in die Akte gucke. Im Aufzug zur Vergangenheit, quer durch den Raum, quer durch die Zeit. Wie schön, dass endlich ich entdeckt, was alles in Archive steckt.